Servus, mein Name ist Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladon zu einem kurzen Vlog für zwischendurch. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade auf Sommertour und befinde mich auf dem Weg in die nächste City, wo ich mich mit meinem YouTube-Kollegen Greenie Let's Play treffe. Das Video dazu kommt wahrscheinlich, wenn nicht alles dazwischen kommt, am morgigen Tag online. Ich wollte nur kurz in diesem Video ansagen, was nach der Sommerpause auf meinem Kanal passiert. Am 28. Juli steht ja der Release von dem neuen Spiel Miitopia an und das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach auf meinem Kanal auch gespielt. Was um alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Sei ganz leise. Bishop? Lenny? Das kann nichts Gutes heißen. Oh nein, das ist... Oh, wer kommt da? Dunkler Fürst, Bibi. Ich bin der dunkle Fürst, Bibi. Neigt sich ihrem Ende zu, genauso wie die Sommerpause. War ein bisschen blöd gelegt jetzt dieses Jahr, dass ich die Sommerpause mit auf die Sommertour draufgepackt habe. So hatte ich ein bisschen Stress durch die Organisierung der Sommertour. Ja, und konnte die Sommerpause nicht hundertprozentig genießen, aber es war ja auch mal schön, ein paar Tage lang gammeln zu können und einen Scheiß darauf zu geben, was auf meinem Kanal passiert und nicht für 2 Uploads täglich zu sorgen. Das ist schon ein bisschen, nimmt schon ein bisschen, ihr wisst schon. Ja, was passiert nach der Sommerpause? Miitopia wird, wenn nicht alles dazwischen kommt, als Let's Play starten am 28. Bestehen bleiben die Spiele, die ich bisher angefangen habe, die Let's Play-Reihen Tomodachi Life. Das muss auf jeden Fall noch weitergeführt werden, weil das hängt direkt mit Miitopia zusammen. Miitopia natürlich, das wird fortgeführt. Pokémon Gelb, ihr habt es schon erfahren, jetzt in der Sommerpause kamen 1-2 Videos dazu online. Da habe ich mir die Virtual Console Version runtergeladen und habe das jetzt in ein paar Let's Plays schon begonnen. Und Pokémon Weiß muss dann auch natürlich parallel noch fortgesetzt werden. Das sind 2 Pokémon-Editionen, die jetzt parallel laufen. Und das alles andere, was dann so projektmäßig nebenbei läuft, ist dann zur Abwechslung und so mal zwischendurch. Es kann sein, dass manchmal in den ersten Wochen noch Tage kommen, wo nur ein Video am Tag hochkommt, weil ich muss ja auch langsam wieder hineinkommen in das Geschäft meines Kanals, um halt dann wieder 2 Videos am Tag leisten zu können. Ja, das dazu, also diese Let's Play-Reihen habe ich im Plan nach der Sommertour, Quatsch, nach der Sommerpause, ja auch nach der Sommertour, und werd die dann so gut es geht durchziehen. Da kann es halt, wie ich auch schon gesagt habe, dazu kommen, dass dann Gleiches an einem Tag kommt. Dass ihr dann einen Tag habt, wo um 14 Uhr Tomodachi Life kommt und um 18 Uhr Miitopia und, oder andersrum, und dann am anderen Tag um 14 Uhr Pokémon Weiß und um 18 Uhr Pokémon Gelb oder andersrum. Ich hoffe, das ist nicht weiter tragisch, dann sind es halt Pokémon-Tage und Mii-Tage. Ein Mittwoch könnte es geben.
Ich weiß es nicht, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr für lustige Ideen habt. Könnte man einen Pokémon Day machen? Naja, der ist schon vergeben, der ist bei Lenny Ficate schon aktiviert, aber den will ich nicht klauen. Aber sowas könnte ich mir denken, dass man halt sagt, am Mittwoch kommt Miitopia und Tomodachi Life auf einmal und die restlichen Tage verteilen sich mit den Abwechslungsprojekten und den 4 Projekten, die ich genannt habe, und sind halt bunt gemixt. Ja, gefällt mir die Idee. Ja, dann würde ich sagen, war zwar nur ein kurzes Ankündigungsvideo, aber wenn es euch trotzdem gefallen haben sollte, Däumchen nach oben, sollte das der Fall sein. Däumchen nach unten, wenn es sein muss, wenn es euch nicht gefallen haben sollte. Schreibt mir was in die Kommentare, wie schon gesagt, eure komischen Ideen zu den Titeln der Tage und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja, kein weiteres Video verpassen wollt, gerade jetzt in der Sommerpause das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr kein random auftauchendes Video auf meinem Kanal. Ansonsten habt noch einen angenehmen frostigen Tag, gehabt euch wohl und haut rinne. Eine 10. Sieht ja aus wie ein Countdown. Wie auch immer, wir werden es ja sehen, was passiert, wenn dort eine 0 ist.